Du kannst jetzt die Macht aus diesem Video nutzen. Dein Training startet zu Hause. Du startest zu Hause. Du machst Folgendes. Meinst du, wenn du das machst, meinst du, in Zukunft wird es dir... Und deswegen ist das eine Übung für den Kern, für das Kernproblem. Oh, Cecil. Oh, Cecil. Ich habe ja schon gesehen, dass Zucker süchtig macht, aber... Oh, Cecil. Oh. Wie soll ich denn widerstehen, ey? Kannst du mir nicht mal eine Übung sagen? Hm? Oh. Ey, schon wieder das Süßigkeiten-Thema? Echt jetzt? Jetzt wird's auch noch eine Übung. Okay, nach dem Intro. So, meine Freunde, euer Coach hier, Sessi. Oh, lange nicht mehr geboxt beim Intro. Also, heute geht es darum, Süßigkeiten aus dem Leben zu verbannen. Und... wenn ihr Süßigkeiten verbannen wollt, ich sag's immer wieder, dann könnt ihr das nur, wenn ihr meine Free-Tour macht. Sonst funktioniert's nicht, könnt ihr vergessen, sonst geht's nicht, wirklich. Checkt die Free-Tour ab, 100% kostenlos so. Also, starten wir jetzt. Schreibt mal rein, ob ihr auch immer noch Probleme habt. Ich weiß, mein Teamcoach Cecil ist schon praktisch clean und ihr könnt das schon. Schreibt auch für diejenigen rein, die immer noch zuckersüchtig sind, wie ihr es geschafft habt. Das ist auf jeden Fall immer eine Motivation, weil wenn es in der, man liest die Kommentare trotzdem immer irgendwie durch und dann sehen die so, hey, die hat es geschafft, der hat es geschafft, geil, ich kann es vielleicht auch schaffen. Deswegen schreibt rein, wenn ihr es schon zuckerfrei seid und schreibt rein, wenn ihr noch mega Probleme damit habt. Jetzt machen wir nämlich heute eine Übung und das ist so krass, weil das ist wirklich eine mentale Übung jetzt. Was ist das für eine Übung? Ja, genau. Was ist das für eine Übung? Ja, ich sag's ja jetzt, Mann. Entspann dich mal. Was ist los mit dir? Also, die Übung heute. Es ist ja ganz einfach. Wir sind so geil. Ey, die Menschen. Ich habe ja neulich im Instagram-Post, folgt mir auf Instagram, wirklich wichtig, weil ich poste den ganzen Tag. Ich habe neulich auf Instagram gesagt praktisch, ich setze mich hin, ich denke nach. Ihr kennt ja vielleicht das Buch. Denke nach und werde reich. Heutzutage, wir denken nicht mehr nach. Wir bleiben 10, 20, 30 Jahre im Job, den wir nicht mögen und denken nicht drüber nach, was wir vielleicht anderes machen könnten. Wir denken nicht nach, wir machen einfach. Okay, jetzt muss man doch mal drüber nachdenken. Egal welches Ziel man hat, muss ich das doch trainieren. Also, ich mache immer so gerne das Beispiel mit Geld. Es geht mir nicht ums Geld verdienen, es geht mir darum, dass ihr glücklich seid. Die Leute lernen irgendwas, machen irgendeinen Job, sind finanziell immer eng, immer knapp bei Kasse und sind mega unglücklich darüber, wollen eigentlich viel Geld haben, aber haben noch nie gelernt, wie das Geld funktioniert. Das ist jetzt ungefähr so, als wenn ich Tennis spielen lernen will und ich gucke nur in Bücher. Ich gucke nur in Bücher von morgens bis abends, aber ich gehe nie hin und spiele nie. Egal, was du über Tennis weißt, egal, wie perfekt du dich auskennst, jeder Spieler, du weißt, jede Rückhand vorne, egal was, wenn du noch nicht gespielt hast, wirst du es nicht schaffen. Ist so. Und wir lernen nicht über die Sachen. Stell dir eine Sprache vor. Du musst sprechen, du musst es lernen, du musst es üben, du musst es immer wieder üben. Wenn du dann, sagen wir mal, der perfekte Theoretiker bist mit Tennis, aber du gehst auf den Platz, du wirst nicht spielen können. Und dann musst du es 1000, 2000, 3000 Mal machen, damit du besser wirst. Wie ist das mit der Sprache? Ist genauso. Du willst eine Sprache lernen, du siehst dieses Wort schon 100 Mal und denkst, Alter, ich kann es mir nicht merken. Und wenn du es dir irgendwann merken kannst, weißt du noch nicht, wie es ausgesprochen wird. Und wenn du irgendwann weißt, wie es ausgesprochen wird, dann musst du es immer wieder machen, damit es fließend einfach kommt. Es ist die Wiederholung. Okay, das machen wir alles. Das lernen wir. Aber hat irgendjemand schon mal gelernt, auf Süßigkeiten zu verzichten? Frag dich mal ganz ehrlich. Du kannst es auch gerne unten reinschreiben. Hast du es schon mal gelernt? Oder hast du nur gedacht, oh, ich müsste auf Süßigkeiten verzichten. Ich bin so nicht glücklich. Es wird wahrscheinlich so sein. Schreib mir unbedingt unten rein, ob du mal das gelernt hast. Hast du mal gelernt, auf was zu verzichten? Ich bin mir ziemlich sicher, eher nicht. So, es ist wie mit allem. Was machen wir jetzt also? Was machen wir, um zu lernen, zu widerstehen? Ich habe es auf Instagram, auch in meiner Instagram-Story habe ich schon gezeigt, was ich mache. Wenn ich zum Beispiel zur Zeit komme ich morgens am Einkaufsmarkt vorbei und ich muss morgens schon einkaufen. Und da habe ich noch nicht gegessen. Und deswegen, wenn ich hungrig einkaufen gehe, was ich ja immer sage, geht niemals hungrig einkaufen, dann hat man natürlich, weil der Blutzuckerspiegel unten ist, man Hunger hat, hat man Bock auf so Süßes. Weil das Gehirn will einfach schnellen Zucker. So, und dann muss ich auch widerstehen. Dann muss ich mein Übungsprogramm, das, was ich mache, muss ich dann anwenden. Und was machen wir jetzt? Was kann ich dir sagen, was du machen sollst? Ich weiß. Von, sagen wir mal, das Video hat 10.000 Klicks. Davon werden es vielleicht 10 machen. Von 1.000 wird es einer machen.
Nicht 1%, 0,1. Von 1000 Leuten wird es einer machen, sage ich jetzt mal. Von 10.000, 10 Leuten. Du kannst jetzt die Macht aus diesem Video nutzen für dich und es machen. Wenn ich das jetzt so sage, wie ich es jetzt sage, vielleicht machen es auch 20. Aber es wird definitiv nicht der Großteil machen. Mach 1:1 das, was ich dir jetzt sage, und zwar 10 Tage in Folge. Machst du das? Nein, ich denke nicht. Du denkst nur, ey, Cecil, voll die gute Idee. Müsste ich eigentlich mal machen. So, aber dann macht man es nicht. Es ist immer das Gleiche. Ist egal, ich mache das Video trotzdem für die 10 oder 20 Leute, die es machen. Für die mache ich das Video. Also pass auf. Du machst Folgendes. Dein Training startet zu Hause. Du startest zu Hause. Du machst Folgendes. Du nimmst einen kleinen Naturjoghurt, kleinen Joghurt, 100 Gramm, und machst 50 Gramm Leinsamen drauf und isst es. Trink noch ein bisschen was hinterher, essen. Ungefähr 10 Minuten später, 20 Minuten später, gehst du aus der Haustür ohne 1 Cent Geld, ohne eine Bankkarte, ohne gar nichts. Du gehst in einen Einkaufsmarkt, nur als Übung. Du gehst an das Süßigkeitenregal, an deine Lieblingssüßigkeit, wo du denkst, oh, das ist so toll. Da gehst du hin, nimmst es in die Hand und versuchst, dein Gehirn umzupolen von... auf. Ey, den Scheiß willst du fressen? Ey, du weißt, dass dein Krebsrisiko steigt, dass du fett wirst, dein Partner wird dich nicht mehr sexy finden, du weißt, das macht Zellulite, einen dicken Bierbauch, und das willst du dir reinstopfen? Ey, ganz ehrlich? Okay, also stehst du da und programmierst dein Gehirn um. Du nimmst es weg von diesem Glücksgefühl, was du hast, und programmierst es mit den ganzen schlechten, negativen Sachen, die da mit einhergehen. Und du stehst da. Und du stellst dir vor, wie du es aufgegessen hast, weil du hast es ja schon mal gegessen. Wenn du es schon mal gegessen hast, kannst du dir vorstellen, wie es schmeckt und wie du dich danach fühlst. So, das heißt, du stellst dir vor, wie du es aufgegessen hast und stellst dir vor, wie du dich danach fühlst. So, und dann verlinkst du das mit den ganzen negativen Sachen. Es wird dich fett machen, gerade auch, hey, diese ganzen Brot, Backwaren, Süßigkeiten, Cola. Für die Damen jetzt, ne? Hey, wollt ihr Zellulite frei, eine schöne glatte Haut? Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Also, wenn ihr eine schöne glatte Haut und keine Zellulite haben wollt, ey, hier ist das Übel. Ne? Brauchen wir nicht über irgendwelchen Trainings zu sprechen, hier ist das Übel. Verlinkt alles das mit dieser Süßigkeit. Stellt euch vor, wie ihr es aufgegessen habt, und verlinkt das mit diesen ganzen schlechten Eigenschaften, die ihr dadurch bekommen werdet. Dann legt ihr es weg und geht nach Hause. So, das ist jetzt ungefähr so, als wenn ich dir erklärt habe, wie Tennis spielen geht, und ich sage, die Vorhand machst du so. Und du bist jetzt gerade in den Laden gegangen und hast es einmal gemacht. Einmal. Wir wissen alle, beim ersten Mal machst du so. Erste Mal ist scheiße. Was zu lernen, eine Übung zu machen, heißt, man macht es 1000 Mal. Und deswegen machst du es mindestens über 10 Tage. Eigentlich eine geile Übung wäre 30 Tage lang jeden Tag, nur um es zu üben. Meinst du, wenn du das machst, meinst du, in Zukunft wird es dir leichter fallen, wenn du das in der Hand hast? Meinst du ja oder nein? Ja? Ja? Natürlich ja. Natürlich wird es dir leichter fallen. Weil du hast es schon geübt. Wenn du es vorher schon 30 Mal geübt hast, ah, okay, Verlinkung mit Zellulite, mit einer schlechten Haut, ich bin hässlich, mein Partner liebt mich nicht mehr, ich schwabbel und ich fühle mich unwohl, ich komme nicht mehr die Treppen hoch. Wenn du es damit verlinkst, kannst du es sicher weglegen. Sicher. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Ey, krass. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, natürlich hast du es noch nie gemacht. Also wir wollen trainieren. Wir wollen es konkret trainieren. Ich weiß, ihr habt es schon 1000 Mal vorher gemacht. Ihr habt nicht jedes Mal, wenn ihr Süßigkeiten gesehen habt, nicht es jedes Mal genommen. Aber ihr habt es noch nicht bewusst trainiert. Bewusst trainieren heißt hingehen ohne Geld, das nehmen, die Verlinkung setzen, 2 Minuten drauf gucken, die Verlinkung setzen und es dann weglegen. Das ist ein Training. Das ist anders als, ah nee, heute nicht. Das ist was anderes. Das ist ein Training. Und wenn ihr das macht, und zwar 10 Tage Minimum, schreibt mir rein, dass ihr es machen werdet. Es ist ein Training, eine Weiterentwicklung für dich. Weil ich will ja, dass du gesund bist. Mir geht es nicht nur um Kilo, sondern mir geht es darum, dass du gesund bist. Und wir wissen alle, Zucker, Süßigkeiten, ich erkläre das in all meinen Videos, ist mega ungesund. Und du wirst kürzer leben. Also, es ist scheiße. Und du wirst dich unwohl fühlen in deiner Zeit. So, die ganzen Leute heutzutage, die hauen sich Pizza, Schokolade, Süßigkeiten. Ab 45 fangen sie an mit Cholesterinsenker, Blutdrucksenker, sind total aus der Puste, wenn sie die Treppe hoch. Das ist kein Leben mehr. So, wir wollen gesund altern. So, fit bleiben, uns gut fühlen. Das ist unser Ziel. Und da ist diese Übung so wichtig, weil das, genau das, nehmen
ist das, was den Unterschied in eurem Leben machen wird zwischen so und so. Genau das. Dieses entweder ich nehme es oder ich nehme es nicht. Diese Handlung, das ist es, was den Unterschied macht. Und deswegen ist das eine Übung für den Kern, für das Kernproblem. Boah, Cecil, echt. Super, ich mach das wirklich. Ey, versteh gar nicht. Warum hast du nicht 5 Millionen Abonnenten? Ich verstehe das nicht. Das müssen doch alle da draußen wissen. Ja, denke ich auch. Also, ihr könnt natürlich gerne das Video teilen, alle Videos von mir teilen, damit wir mehr Leute erreichen. Okay? Und ich hoffe natürlich, das Video hat dir gefallen und du lässt einen Kommentar da und du lässt ein Like da und du abonnierst natürlich den Kanal. Wenn du das noch nicht gemacht hast, machst du das auf jeden Fall jetzt und Glocke drücken und genau, das war's. Bis bald, euer Coach Cecil. Are you listening? Damn.